Willkommen, Freunde, zu diesem Vlog. Wir begeben uns heute nach Paris und schauen uns die Stadt ein wenig genauer an. Der Start war zwar etwas holprig gewesen, aber nachdem wir uns ein bisschen zurechtgefunden, uns zum Hotel begeben, dort unser Gepäck gelagert und wieder in die Stadt begeben hatten, dachten wir uns, wir schauen uns einfach mal so ein paar Straßen an und machen uns so ein kleines Bild davon, wo wir überhaupt hier gelandet sind. Wir waren erstmal ganz fasziniert davon, dass die Gebäude um uns herum völlig unversehrt von der Zeit waren. Denn all diese alten Gebäude, die ihr hier sehen könnt, stammen noch vor dem Zweiten Weltkrieg und wurden von den Fliegerbomben verschont. Wir haben also indirekt schon ein wenig Geschichte mitbekommen, wollten uns aber direkt mal einen Überblick verschaffen, wo überhaupt was ist und hatten uns direkt ein Ziel ausgesucht und dieses heißt Westfield Mall, ein Kaufhaus, welches wir auch bei uns haben, aber diesmal etwas anders, als man es kennt, denn es geht nicht nach oben, sondern nach unten, unter die Erde. Dort befinden sich sehr viele Geschäfte und eines hatten wir uns ausgeguckt, wo wir einen genaueren Blick darauf geworfen haben. Aber seht einfach selbst. Wir befinden uns gerade vor einem One Piece Card Game Store, wo Leute spielen, wo ihr Produkte kaufen könnt und wo Karten ausgestellt sind, die ihr begutachten könnt. Wie zum Beispiel jetzt diese krasse Kartensammlung. Schaut euch die Karten an. Mangaware Zorro ist dort einfach ohne Hülle, muss man dazu sagen, ausgestellt und ihr könnt die Karte betrachten. So wie diese Wand von Karten, die wirklich wunderschön aussieht, auch wenn nicht alle Karten wirklich High Rare sind, aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Und seht sie euch einmal an. Wir haben hier einmal Uta, wir haben hier Hody Jones und Yamato, als auch Gecko Moria, Buggy den Clown und viele andere in wirklich vielen Rarities. Also jetzt hier sehen wir einmal die höheren und weiter unten kommen dann auch nochmal die etwas weniger guten. Aber trotzdem muss man diese Karten trotzdem einfach mal wertschätzen und ich würde mal sagen, das hier ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Wand, die jedem TCG-Liebhaber, ob jetzt wirklich One Piece der Schwerpunkt ist oder nicht, wirklich sehr gut gefallen könnte, weswegen ich euch diese Wand einfach mal hier zeige. Zudem haben wir eine Kleinigkeit gekauft, die ich euch später im Video auf jeden Fall auch noch zeigen möchte, weil das haben wir hier in Deutschland nicht. Schade eigentlich, dass der Louvre keine Besucher zulässt. Zumindest von außen nicht, auf die Glaspyramide. Aber wir kommen von der anderen Seite, kommen wir näher dran, ne? Kann das sein? Wir gehen auf die andere Seite, schauen uns das ganze Ding einfach mal an. Ein bisschen näher. Wir dürfen ja nicht in die Nähe von der Pyramide, ansonsten erwecken wir noch den Pharao oder so und spielen das Duell der Schatten oder was weiß ich was. Ey, wir brauchen keinen Schirm mehr. Socken sind nass. Wir haben es noch nicht bis zur anderen Seite des Louvre geschafft, um uns die Pyramide anzuschauen, aber dafür wird gleich etwas ganz anderes passieren. Und zwar sollte es eigentlich zu erkennen sein, vielleicht aber auch nicht, der Eiffelturm. Und dort sollte es gleich losgehen. Ein kleiner Leuchtturm zurzeit, aber gleich wird das Funkelgewitter losgehen. Jetzt geht's los! Oh mein Gott! Die Disco-Kugel! Das Baugerüst wurde zur Disco-Kugel. Man sieht es gar nicht so stark aus der Entfernung.
Aber trotzdem, wenn man es so mit eigenen Augen sieht, ist es echt, echt heftig. Heute habe gerade vollen Tropfen abbekommen. Auf die Stirn, auf die Brille wahrscheinlich. Das war's mal wieder komplett. Aber ich muss sagen, es ist teilweise auch echt, echt dreckig. Teilweise asozial. Manchmal habe ich so Frankfurt-Feelings. Aber Großstadt halt. Also, aber trotzdem, Paris ist eine alte Stadt. Und hat trotzdem viel zu bieten. Einfach mal undercover Polizeiauto. Aber trotzdem, ich bin noch hin und her gerissen, wie ich die Stadt finde. Bin ich ganz ehrlich. Aber muss sagen, bis jetzt, was wir jetzt hier am Abend gesehen haben, viel, viel besser als tagsüber. Wahrscheinlich, weil es dunkel ist. I don't know. Wenn ich jetzt zur Rechten gucke, finde ich das total schön. Das wirkt so, ich weiß nicht, wie man die Epoche nochmal nennt, ob das Renaissance ist, die romantische Epoche, ich weiß es nicht genau. Aber das ist doch schon schön. Oder auch die Seine, die man da sieht. Und dann die schönen alten Gebäude aus dem, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, das ist schon schön. Ich finde auch richtig interessant, was hier so los ist teilweise. Alle bunte Autos hier durch die Gegend fahren, wie so Tricycle. Alle versperren den Weg, Blaulicht überall, links und rechts. Und niemand macht Platz, aber Hauptsache, sie hupen alle. Was ist das für eine Mentalität, frage ich mich. Das bestätigt echt den Eindruck, den ich von Franzosen habe, wenn die bei uns in Deutschland sind. Ohne Spaß. Aber no front an der Stelle. Ja, Karma kickt rein. Wir wollten über Rot laufen. Nein, traue ich mich nicht. Nee. Hier? Sind wir hier zu wild? Das ist Tatsache. Ich meine, das ist ja hier 1, 2, 3, ist das vierspurig? Das hier ist vierspurig, aber man kann es... Man sieht hier gar keine Spuren. Ganz ehrlich, ich kann es nicht wirklich sehen. Es sind so viele, die durcheinander fahren, kreuz und quer fahren. Und hier macht einfach einer seine Boombox an. Anderes... Ich glaube, da will uns anlocken, dass er uns fährt. Wirklich ganz, ganz anderes Erlebnis, wenn du in einer Großstadt bist. Aber jetzt wird es richtig dunkel. Jetzt geht es aber richtig ab, dass es dunkel wird. Ich weiß nicht, ob alt und asozial ganz gut auf Paris passt, aber bisher ist es noch alles im Rahmen, sage ich mal. Ja, also überleg mal, wie Brüssel war. Ja, es gibt andere Städte. Also Brüssel fand ich schon sehr dreckig. Ja, Brüssel hat mich auch nicht abgeholt. Brüssel war wirklich gefährlich. Wir waren in Brüssel gewesen, vergangenes Jahr, und dort wurden wir von einer Kackwurst begrüßt, als wir in der Stadt ankamen. Das sagt schon alles aus. Es war eine menschliche Kackwurst, das muss man dazu sagen. Das war keine Hunde-Kackwurst. Wir kommen so langsam dem Louvre, wie man ihn kennt, wie man ihn sieht. Aus Lupin. Aus Lupin zum Beispiel, der Netflix-Serie. Sehr, sehr starke Serie, muss man schon sagen. Kommen wir langsam der Glaspyramide näher. Heidi Klum und Tom, Tokyo-Hotel-Geschwister. Sind sie hier? Sind hier? Nein, nicht. Also verdammt nochmal. Also ich muss klarstellen, die Tokyo Hotel Geschwister bestehen nicht aus Heidi Klum und Tom Kaulitz, sondern aus Bill und Tom, wie ich gelernt habe vor einiger Zeit. Auch dank Netflix und viel früher natürlich. Ich denke mal, viele erinnern sich an den Yu-Gi-Oh! Film mit der Pyramide des Lichts. Erinnert mich wirklich sehr stark daran. Einfach mal Yu-Gi-Oh! Reference in Paris. Ich muss aber nochmal festhalten, dass das, was hier am Louvre los ist, echt kurios ist, denn es gibt hier wirklich irgendein Ereignis, ob es jetzt nur durch Asiaten erzeugt wurde oder generell so ist, weiß ich nicht, aber es gibt viele asiatischstämmige Menschen hier, die aus diesem Ausgang rauskommen, dort hinübergehen, um sich dann fotografieren zu lassen. Ihr seht vielleicht die Dame in Rot. Und das eine nach dem anderen. Wie so eine Massenabfertigung, war ein Essen, wird Fotos gemacht und dann geht's ab ins Hotel, was weiß ich, weil gerade geheiratet worden ist, als macht's eine Hochzeit. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist echt phänomenal, dass es wirklich das Klischee von Asiaten teilweise mal so bestätigt wird, auch was das Fotografieren angeht, auch so in Massenabfertigung. Das ist krass. Das ist jetzt schon die vierte Braut, die wir gesehen haben, mit Mann. Und vor allem setzen sie sich auch einfach so in den Dreck. Ja, und so sehen auch die Kleider aus. Und so sehen dann die Kleider aus. Aber es ist jetzt nicht was Schlechtes oder so. Es ist einfach nur kurios, weil man selber so nicht machen würde. Ich weiß nicht, wie ihr es draußen macht. Also wie ihr es so an der Hand habt, wenn ihr mal heiraten wollt oder rausgeht. Es ist zumindest nicht meins.
Aber es ist interessant und immer wieder faszinierend mit anzusehen tatsächlich. Wir haben ja noch eine ganze Kleinigkeit hier gefunden gehabt. Hier drinnen sollen angeblich Booster vom Set OP01 bis OP05 sein. Eine Promokarte. Und ich bin mal gespannt, was da wirklich auf uns zukommt. Interessant war ja auch, dass nicht man das einfach so kaufen durfte. Eine Packung pro Person pro Tag. Richtig. Darf man nur kaufen. Das heißt, ihr müsst wirklich mit dem falschen Schnurrbart irgendwie wiederkommen. Dann könnt ihr noch ein zweites kaufen oder so. Aber... es ist krass, wie die das rationieren. Aber mach mal auf. Wir wollen mal gucken, was da wirklich drin ist. So, die Umverpackung. Ich sehe, glaube ich, was Gutes. Hol mal eins nach dem anderen raus, hier von vorne nach hinten. Jawohl. Wird gemacht. Ich zaubere die Promokarte. Oha. Das ist einfach mal die Promokarte, die in diesem Pack drin ist. Monkey D. Luffy. Aus dem Starter-Set 10, die hat man wohl auch da ziehen können, aber ist schon echt wild. Also genau das Bild, was auch hier auf der Verpackung drauf ist, als Promokarte mit Ace und mit Sabo hinten drauf, beziehungsweise im Hintergrund. Geil. Erste Booster. Oh. Oha. Wir haben einfach mal OP01. Roman's Dawn als erstes Booster, was wir hier drin haben. Was ist das zweite Booster? OP03. Okay. Ich meine, davon haben wir sogar ein paar Sets. Ja. Ein englisches Display und ich weiß gar nicht, ob japanisch, aber englisch auf jeden Fall. Und da hatten wir sogar Katakuri als Secret Rare drin gehabt. Das dritte, OP04. Kann sein, dass da das ein oder andere Booster gerippt worden ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und was ist das vierte Booster? Ich meine, es schon erahnen zu können. Es war weiß. Ist es OP05? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben es, glaube ich, viermal. Ja. Viermal auf Japanisch geöffnet, noch keins auf Englisch. Erste Booster wird geöffnet, wir haben uns für OP04 entschieden. Ging schon mal besser. Auf aber, gehen wir mal zur Seite. Hier ist es ja gut, wir brauchen jetzt keinen Kartentrick anwenden. Und von dem Geglitzer im Hintergrund müssen wir uns auch nicht irritieren lassen, weil sowieso irgendwas Schimmerndes dabei ist. Ich hoffe, vom Lichtverhältnissen passt es so ganz gut. Aber wir haben soweit viele Lichter angeschmissen. Wir haben mal hier Ice Oni. Sanji, Pound, auch weird, Miss Merry Christmas, oh mein Gott, der lange Name, The Weak, do not have the right to choose how they die, einfach mal Doflamingo, Familie, dann haben wir Otama, Barrier, Bartolomeo im Hintergrund. Oh mein Gott, den Namen versuche ich jetzt gar nicht mal auszusprechen. Der Riese, der von Ruffy geklatscht worden ist. Oh mein Gott, Kaido, Dragon Twister, Demolition, Breath. Mr. Three, Galdino. Sieht einfach aus wie Franky. Was kommt jetzt? Bartolomeo als Rare. Die SR. Wir haben eine SR. Crocodile. Einfach mal den Antagonisten aus dem nächsten Netflix One Piece Film, wollte ich schon sagen, Serie, den man auch so dort sehen sollte. Aber hier, Sir Crocodile ist schon richtig wild. Dass wir auf jeden Fall eine SR hier drin haben, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Aber Sir Crocodile, Mr. Zero, ist auf jeden Fall nice. Was haben wir jetzt für ein Set? OP01. Oha. Damit hat es begonnen. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen mies. Oh mein Gott, wir haben einfach mal eine Leaderkarte. Erkennbar an dem roten Rücken, aber ich muss euch ja nicht erzählen. Aber es ist tatsächlich so, dass die englischen... Nein, es ist keine Leaderkarte, sorry. Oh mein Gott, Film Red. Fehlalarm im Ozean. One Piece Film Red. Wir haben... Okay. Keine Ahnung.
Ich hab's gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nee, dreh einfach um, das sollte schon passen. Einfach mal getäuscht, das Set hat uns einfach mal hops genommen. Vergo. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Shashi. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich habe keine Ahnung. Komachio? Mit Otama auf dem Kopf? Marco der Phönix? Neko Mamushi? Ja, brauchst mich nicht so angucken. Das ist halt sein Name. Neko wegen Katze und das andere dürft ihr euch denken. Greenstar, Rafflesia. Wir haben Babanuki. Mr. Tu, Bon Curry. Okay, Jinbei. Jetzt müsste es langsam zum Ende kommen, oder? Kommt jetzt. Nee. Ashura Doji. Ulti ist die Rare. Sieht eigentlich ganz nice aus eigentlich. Also abgesehen vom Fanservice so ein bisschen, aber ansonsten es ist die letzte Karte dahinter. Bartholomew Kuma. Und die Don-Karte. Das war jetzt die Red-Karte. Ja. Die waren, ich glaube, jedes Mal drin. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Aber hier, es ist halt nicht garantiert, dass eine SR dabei ist. Wir haben jetzt hier zwei Rares. Und aus dem einen Booster halt die SR-Karte, ist natürlich geil. Ein Glück sind wir vorbereitet hier hingekommen, weil wir uns schon dachten, wir holen irgendwas, wo wir was rippen werden. Und haben schon mal so ein paar Folien mitgebracht. Du darfst gerne eintüten. Yep. Let it rip. Das nächste Booster-Pack. Surreal. Buggy, den Clown. Mary. Lämpchen auch genannt. Dann haben wir einmal Kivio und Mozu, die zwei Schwestern von Frankie. Enis Lobby, also nicht Schwester von Frankie, aber ihr wisst schon. Charlotte Opera. Corgi. Kane. Porter, die Ace, okay, eine Leader-Karte. Schmeckt. Seth. Und Marshall, die Teach. Und eine Don-Karte. Und das war's dann. Versuch's einmal in einem Ruck zu öffnen. Und das ist aber sehr untypisch für dich. Aber man kann es hier ganz easy an der Seite öffnen. Dennoch, mit einem Zug zu öffnen, wäre natürlich viel, viel geiler. So. Ist auch das erste Mal, dass wir dieses Set auf Englisch öffnen. Stainless, wenn der mit Nachnamen Steel heißt. Fress ich einen Besen. Sand Mosgard. Der einzig gute Himmelsmensch, wenn man so will, bisher. Maynard. Chopaimon. Yeah! Birdcage. Yama. Mr. Ron. Death Bones. Hotori. Usohachi. Revolutionary Army Headquarters. Und jetzt müsste langsam was kommen eigentlich. Jetzt die erste Rare. Houndblaze von Akainu. Und das war's. Es sind halt einzelne Booster, da darf man jetzt nicht viel wirklich erwarten. Die Packs, die hier drin sind, von OP01 bis 5, ist wirklich geil. Endlich wieder im Hotelzimmer. War ein langer Tag gewesen. Wir sind lange unterwegs gewesen. Von morgens 6 Uhr sind wir aus dem Haus gesteppt und sind jetzt, muss man sagen, nach 9 wieder jetzt hier im Hotelzimmer. Und es war wirklich viel gewesen. Und vor allem, was viel wichtiger ist, der Start heute, der war nicht wirklich gut. Wir hatten schwach begonnen.
und nur dezent das Ganze wieder gesteigert bekommen, weil es halt wirklich heute Morgen echt katastrophal war, was die Anverbindung angeht, um überhaupt nach Paris zu kommen. Denn Köln, aktuell katastrophal. Wir haben den 24. September und seit gestern, der 23. ist es so, dass diese Verbindung um Köln herum einfach nicht mehr existent sind. Flüge fallen aus, stundenlange Verspätung, und wir hatten zum Glück den Eurostar, mit dem wir nach Köln von Köln nach Paris gefahren sind. Aber ansonsten ist es halt so gewesen, dass wir erstmal nicht wussten, kommen wir überhaupt rechtzeitig an. Deswegen sind wir sehr frühzeitig losgefahren, und das war auch wirklich notwendig, denn zwischendurch ist halt wirklich die Bahn einfach mal ausgefallen. Besser gesagt nicht ausgefallen, sie ist einfach mal während der Fahrt stehen geblieben, hat gesagt, ihr müsst alle raus, wir schmeißen euch raus, seht zu, wo ihr bleibt. Und dann mussten wir halt nochmal eine andere Bahn suchen, die uns halt nach Köln bringt. Und dank dem Puffer haben wir es noch rechtzeitig geschafft, aber ansonsten war halt der Start in den Tag halt wirklich miserabel gewesen. Vor allem auch, da wir halt in Paris, die Zugfahrt dahin war super, die war richtig schnell. Aber als wir in Paris da waren, mussten wir schauen, dass wir uns auch irgendwie zurechtfinden und vor allem auch für die Öffis Tickets bekommen, damit wir halt auch wirklich durch die Gegend fahren können. Und dass wir nicht für jeden einzelnen Pups, für jeden Bus, für jede Bahn ein Ticket ziehen müssen, haben wir uns einfach mal diese Karte hier organisiert. Jedoch war das wirklich auch graus. Wir haben eine Stunde und 30 Minuten mindestens wie bei einer deutschen Behörde dort gewartet, Ticket vorgezogen, also Nummer, und mussten warten, bis wir drankommen, um das Ding hier zu bekommen, damit wir mit den Bussen, mit den Bahnen und der U-Bahn, also der Metro, ist ja beides quasi, damit wir mit denen, ich sag mal, unbegrenzt innerhalb der Zeit fahren können, wo wir hier sind. Also von Dienstag bis den Samstag, wo wir hier sind, können wir halt unbegrenzt damit fahren. Hat etwas mehr als 30 Euro gekostet und ist deutlich besser, als wenn ihr einzelne Tickets holt. Deswegen hier, es war es irgendwie wert, I don't know. Die Zeit haben wir auf jeden Fall dort verbracht und da waren wir nicht wirklich amused drüber. Aber wir konnten das schon mal häufig einsetzen heute, war wirklich sehr, sehr praktisch. Und haben uns dann halt erstmal, nachdem wir das geholt haben, uns in eine Bahn begeben und uns hier zum Hotel gekämpft, um uns dann dort ein bisschen fallen zu lassen, zu erholen, wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, um dann einfach den nächsten Step anzugehen. Deswegen haben wir uns erstmal ein Restaurant rausgesucht, haben ein bisschen was gefoodet und haben uns dann auf den Weg gemacht, so ein bisschen die Stadt erkundet, um ein bisschen ein paar Läden zu sehen. Und was wir gesehen haben, das habt ihr ja in diesem Video schon gesehen, aber ansonsten haben wir uns erstmal so ein bisschen orientiert, ein bisschen zurechtgefunden, den Louvre schon mal angeschaut von außen bei Nacht und haben den Eiffelturm gesehen und was man halt so in Paris so macht. Aber es sind noch ein paar Tage vor uns, wir wollen noch ein bisschen was uns anschauen, steht noch einiges auf dem Plan und ich denke mal, in den nächsten Vlogs werdet ihr noch ein bisschen mehr sehen. Ich hoffe, es interessiert euch. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein Like da und ein Abo mit dem Kanal und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also, viel Spaß dabei und